Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Das Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play The Wolf Among Us. Und vielen Dank für die 50 Abonnenten. Das Special steht aus, auf jeden Fall. Was genau es sein wird, habe ich noch nicht bekannt gegeben, werde ich auch noch nicht bekannt geben, weil noch viele Vorbereitungen dazu sind. Für genauere Informationen, das neueste Let's Build zu Viva Piñata sehen, das genau an dem gleichen Tag rausgekommen ist. Vielen Dank. Es müsste Folge 30 gewesen sein jetzt. Und wir sind jetzt hier bei The Wolf Among Us. Und ich habe gerade vergessen, wo wir stehen geblieben sind. Wir drücken mal Start. Nehmen das hier. Connecting. Da wollen wir mal wieder ins Comic-Helden-Buch eintauchen. Das Comic-Helden-Buch hört sich auch blöd an. Also entweder ist es ein Comic oder es ist ein Buch. Buch-Comic-Held. Nein, das bringt auch nichts. Egal. Play. Gucken, ob wir, ob ich gleich mal cutten muss. Wer weiß, wo wir jetzt genau sind. Weil ich will ja nicht nochmal doppelte Szene zeigen. Das muss ja nicht sein. Also das heißt, ihr werdet vielleicht eigentlich gleich einen kleinen Schnitt erleben. Da war der Schnitt. Nein, Spaß. Lan. The Trip Trap Bar. Okay, anscheinend muss ich hier einen kleinen Schnitt machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hallöchen. Jetzt habe ich außerdem einen anderen Knopf gedrückt, als normalerweise sein sollte. Und wir schauen uns mal ein bisschen hier um. Mal gucken, ob wir woanders hinkommen. Wir kommen nirgends woanders hin zurzeit. Das ist doof. Wir gucken mal, was haben wir denn hier Feines. A lot of these walk out the door? Yeah, it's called advertising. You get a refund? Fuck you. The word's getting out. So, what haben wir hier Feines? Whose is that? Someone who left. Why didn't you dump it? If you want a cleaner place, feel free to get the fuck out of here. I'm sensing a very hostile tone from you. Don't deny it. I'm good at picking up on this stuff. Oh ja, wir schöne Bildchen hängen. Some new files. Ah, the Woodsman. Ist ein Freund hier anscheinend. He a regular? I don't know who you're talking about. The one with the bald head and the beard. Never seen him. Was haben wir denn hier Feines? Let me solve the mystery for you. They're pickled eggs. Oh, I know what they are. I'm just trying to figure out why anyone would eat this. Lanziger Puffs, wir bräuchten mal neue, wa? Huff and Puff. Damn. Dann sprechen wir mit dem netten Kerl hier. Come on. Have you seen the woodsman around?
I don't know who that is. Big guy, beard, flannel, kind of a shitbag. Hard to miss. You sure you don't know him? How about I buy you a drink? How about you keep your drink and piss off? Sehr hilfsbereit, dann setzen wir uns einfach mal neben ihn. A lot of stools in this place. But there's only one right next to you. You gonna order something? Or you just here to bother my customers? You know what I mean. Give me a Midas gold. You want a lime? Sure. I think they have some at the bar down the street. Think that's funny? Yep. Think it's fucking hilarious. It was all right. Come on, guys. I don't want to be here. You don't want me here. The sooner you answer my questions, the sooner I'll be out of here. Ollie, you're out of paper towels and, Saved your beer for you. Ollie wanted to clear it, but, I said no. He'll be back. Now, here you are. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. Well, Woody, that makes two of us. You're in luck. I decided to switch seats. It's been a long fucking day, and I'm starting to get a little cranky. I've got questions, and I'm not leaving without answers. Maybe he don't want to talk to you. Why don't we let him tell me that? Okay, Grim. Funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah. Well, everyone knows you. Big bad wolf. Now I'm the bad guy and you're a sheriff. What kind of fucking world is that, huh? Come on, Woody. Why'd you do it? No bullshit. Same reason people do a lot of awful things. For money. I'd walk past her place for weeks. Didn't look like it. She had money. I was sure of it. She wouldn't put up any kind of fight. I was gonna rob her. And the night I finally get up the nerve to do it, there you are, fucking things up for me. You were just in the wrong place at the wrong time. I wasn't there to save her. So... you were planning on robbing her? Yeah. Her and her grandma. Grandma? Wait, what are you talking about? Red Riding Hood. Her grandmother. I was there to rob him. But when I showed up, you were already there. Lying in the bed. I only saved her because I thought she might give me a reward. But she didn't give me shit. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. I played along as I could.
Only thing I managed to get from it was a free drink every now and again. Not a good that did. Did you kill Faith? What? Faith? Who's that? The girl you were beaten on this morning. No, 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 no. I was here. I swear. It doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later. She's dead? Bigby, listen, I'm a piece of shit, okay? I know that. I hit that girl. I did. I shouldn't have, but I didn't kill her. You believe me, right? They're gonna string me up, Bigby. Like you said, it looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was here. That's the fucking truth, Sheriff. You see? Bigby, please. You can't. They'll throw me down the witching well. That's what they'll do. And I didn't do it. You know that. Ich kann auch nicht so ganz glauben, dass es der Woodman war. Kann ich gar nicht denken. Hey, stop! This isn't what I want. Oh, shut the fuck up, Woody! Shit ain't just about you. It's about this fucking lab dog. Only comes sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, Bigby? Lapdog? Really? Holly's sister goes missing. No one gives two shits about her. Paperwork, waiting rooms, and that bitch Snow White looking right past me, then ushering me out the fucking door. That all you got? Seemed to be enough. Don't be so sure. Oh, good. Should have walked out of here when you had the chance. Come on, you're scaring the lady. Don't worry about me. Oops. Bam! Hat er mir nichts gebracht irgendwie. Bitteschön! Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Ha ha ha.
double. It's not like you were gonna pay for it anyway. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? Hey, he started it. I got $100 for the first bloke that can tell me something about a girl name. Fuck. Falscher Moment, Dicker. Falscher Moment. Scheiße, wen nehmen wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, Woodsman oder ihn? Wir haben ihn noch einiges zu besprechen hier. Woodsman war es nicht, so viel ist schon mal sicher, aber er hier. Fuck, man! That's not necessary! Shit. He's the one you want, not me! Your brother won't be saving you this time. Come on, you're under arrest. I told you I didn't do it. And you got nothing to worry about. Der Woodsman war es nicht, so viel ist sicher. Das können wir ausschließen. Dafür wäre er. Ist er. Ja gut, er wollte Rotkäppchen und die Großmutter ausrauben, aber ich glaube nicht, dass jemanden töten würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe ja letztens die Entschuldigung gemacht, entweder er selber, der Boss oder der Eisverkäufer. Nee, der. Ja, keine Ahnung, wie heißt denn nochmal hier? Taxifahrer. Do anything stupid, and I'll throw you down the witching well myself. Was ist hier los? Was zur Hölle? Ach du Scheiße. We had something very special. Where's your brother? Fuck you! Give me one good reason I should tell you anything. Serial killer. Oh, oh my. A serial killer? Oh, God, it's one of us. Wait, the woodsman's still walking the streets. We've got to put a lid on this. If you can't manage it, I'll find someone who can. I found out where she's been staying. I know she's here. You must have seen her. What are the two of you hiding? Thanks. Not saying anything. Doesn't matter.
Maybe you just want to punch someone. We can arrange that. What did you do? Friend on friend. At the end of the end. Jesus Christ, baby. Is that you? Ach du Scheiße. Das war Episode 1. Wir haben ein bisschen gesehen, was demnächst kommt, aber ob das jetzt Episode 2 alleine ist oder ob das alle anderen 5 Episoden waren, alle anderen restlichen 4 Episoden waren, das wissen wir nicht. Jedenfalls... Alter Schwede. Ich habe gerade schon echt Gänsehaut, das ist Hammer. Moment mal, da würde ja meine schwachsinnige Theorie gegenüber den Taxifahrer ja eigentlich fast stimmen. Könnte stimmen. Und das, was dieser, was wir alle gesehen haben, dass Bigby seinen Chef da in den Mangel genommen hat, das könnte ja auch stimmen. Dass Bigby so aus ist, das sieht auch alles so schlimm, aber ich glaube nicht, dass der Woodsman war. Ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Weil es ist halt ein Serienkiller. Das ist ganz einfach gesagt jetzt auch, jetzt daran anlehnt. Also ich hätte vorher gesagt, Woodsman ist nicht, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Jetzt hat man sogar den Beweis dafür. Woodsman war die ganze Zeit dort in der Bar. Also wir waren die ganze Zeit mit Schneeflöckchen unterwegs hier. Schneewittchen. Und haben ja mit ihr geredet. Dann sind wir in die Bar reingegangen und er kam aus der Toilette raus. Ergo, er war nie in der Nähe von Schneewittchen. Also kann er es auch nicht gewesen sein, der ja Faith umgebracht hat. Warum sollte Woodsman es wollen, dass wir es finden? Dann wäre er doch der Erste. Dann müsste doch wissen, dass er der Erste gewesen wäre, dann halt, ja. Ach, die Scheiße. Weil das ist Hardcore, ey. Oh, mir kamen echt die Tränen gerade. Weil, es ist halt Hardcore, wenn du dann so eine Gänsehaut kriegst und du bist in dem Moment ruhig, weil du die Stimmung nicht verderben willst. Und dann kommt's einfach voll raus, Alter. Dann kommt's richtig raus. Puh. Ey, ich freue mich tierisch auf die nächsten Teile. Und da werde ich nicht warten, bis die umsonst sind, sondern ich werde sie mir kaufen. Season Pass werde ich mal gucken, ob ich mir den mal kaufe. Smoke and Mirrors. Ich freue mich tierisch. Ein grandioses Spiel. Und ich dachte mir, jetzt kannst du mal ein bisschen was machen hier, um einfach mal zu zeigen, ich bin stinksauer. Deswegen habe ich dem Typen den Arm ausgerissen. Das musste einfach sein in dem Moment. Und ich bin gespannt, welche Auswirkungen das noch auf das weitere Spielgeschehen haben wird. Das ist gerade so geil. Ich habe keine Ahnung. Gut. Jetzt ist natürlich das erstmal vorbei. Ich habe aber ein anderes Spielchen hier liegen, was wir let's playen können. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch alles Gute. Euer Skyline. Hoffentlich sieht man sich online. Ciao.